Die Zahl eurer Fragen ist wirklich so groß und da sind auch so viele allgemeingültige Fragen mit bei, dass wir schon wieder beim Q&A sind. Lass uns mal losstarten. Die erste Frage zu unserem Bestseller-Video von Marco Kuhndörfer. Welche One-Step-Politur wurde benutzt? Dazu nur allgemeiner Hinweis. Konkret bei dem Fahrzeug haben wir die Sonax Perfect Finish benutzt. Macht immer einen Testbot. Bei jedem Polierverfahren immer ein Testbot. Dazu auch nochmal Verweis aufs GVMA, da habe ich auch ein bisschen drüber gesprochen. Und dann nochmal aufs Testbot-Verfahren. Bei jedem Auto ist eine andere Politur am besten geeignet, von daher immer ein Testbot. Die nächste Frage, nicht konkret zu einem Video, sondern findet die Detailing-Convention statt? Dazu kann ich sagen, leider ist die Offline-Veranstaltung, also als physisches Event, abgesagt. Aufgrund der behördlichen Auflagen mussten wir darauf reagieren, bevor es zu knapp wird. Wir sind gerade dabei, einen Online-Livestream zu planen, in einem Umfang, den es so noch nie gegeben hat. Das wird dann auf jeden Fall brutal, wenn das klappt. Das klärt sich in den nächsten 1-2 Wochen, ob wir da die Hersteller an Bord kriegen, ob das alles so realisierbar ist. Wir halten euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Hört auch mal in den Podcast rein. Wie gesagt, findet ihr mit dem Wort Autolackaffen bei Spotify, Deezer, Soundcloud und iTunes. Hört da einfach mal rein, da gibt es auch immer alles Aktuelle. Auch wieder zum Bestseller-Paket von Fabian. Fabian, braucht man beim Trockeneis keine Maske? Ist ein interessanter Punkt. Ich würde beim Trockeneis immer dann eine Maske empfehlen, wenn ich in einem geschlossenen Raum bin und die Partikel halt so rumwirbeln, dass ich sie einatme. Ne? Das Trockeneis selber ist jetzt nicht großartig gefährlich. Es wird halt CO2 freigesetzt, deswegen muss man natürlich auf eine vernünftige Belüftung achten. Da hilft mir aber auch keine Maske, sei denn, ich habe eine externe Sauerstoffmaske. Es geht mehr so um diese Partikel, die da eingefroren werden und dann im Raum rumfliegen. Generell kann man bei einer Innenraumreinigung sinnvollerweise immer eine Partikelmaske tragen. Das sorgt einfach dafür, dass man keine Reiniger einatmet und auch weniger Staub einatmet. Aber auch hier muss jeder selbst entscheiden. Das Trockeneis an sich muss jetzt, bedingt jetzt irgendwie keine Maske, weil es halt, wie gesagt, einfach nur gefrorenes CO2 ist. So, vom Regen eingeholt, mussten wir mal kurz umziehen. Nächste Frage von Martin. Wo liegt man bei diesem BMW preislich? Allgemeiner Hinweis dazu natürlich, jedes Angebot ist individuell kalkuliert. Deswegen kann man daran jetzt nichts ableiten. Der BMW hat dazu noch eine Lederreparatur bekommen. Wenn ich die abziehe, lag er ungefähr bei 500 Euro netto. Ich sage ungefähr, weil der noch ein paar Individualleistungen bekommen hat. Wenn man das auf den Bestseller runterbricht sozusagen, also das, was wir auch im Video gezeigt haben, liegt man ungefähr bei 500 Euro netto. Aber wie gesagt, das sind viele Individualrechnungen. Unser Bestseller liegt, kann man pauschal sagen, im Regelfall zwischen 300 Euro und 600 Euro netto, je nach Leistung. Josef Robben, gibt es einen Tipp, wie man leicht, in Ausrufezeichen, rostige Stellen am Schweller nach dem Waschen schützt? Mein alter CLK, 2 kleinere Stellen am Radlauf, Schweller, nicht am Lack. Nach dem Waschen sprühe ich Korrosionshilfe fürs Motorrad dran. Wie geht ihr mit sowas um? Wenn man es richtig machen will, und wir sind eigentlich ein Kanal, der es richtig macht, wäre eine Aufarbeitung, Lackierung bzw. Instandsetzung natürlich der richtige Weg. Ich würde persönlich... Ein Korrosionsschutz fürs Motorrad wird vielleicht nicht ganz hübsch aussehen. Ich würde da vielleicht einen Wachs drauf schmieren, wenn man diese Zeit überbrücken will, weil man sagt, ich will jetzt noch den Sommer nutzen und noch ein bisschen fahren und mach's zum Winter oder so. Dann halt immer wieder, sobald der Wagen irgendwie länger stand und schmutzig war oder das abgewaschen ist, einfach nochmal ein Wachs drüber. Das hält schon ein bisschen. Ne? Das ist keine nachhaltige Sache, das ist nur eine Lackierung, aber so kurzfristig kann man so eine Stelle durchaus mal überbrücken. Natürlich so trocken es geht halten und nach der Wäsche wirklich sorgfältig trocken. Ein wichtiger Hinweis noch, passt mit solchen Unterbodenschutz- und Rostumwandlern, so wie Rostiger oder Mike Sanders oder so auf. Viele von denen sind hochbrennbar und wenn der Karosserieklempner danach schweißen muss, dann findet ihr das nicht so lustig. Also seid da, habt da ein bisschen im Kopf, was mit dem Auto danach noch passieren soll. Dann an dieser Stelle nochmal vielen Dank für 30.000 Abonnenten. Wir sind da auf einem sehr spannenden, spaßigen Weg seit einigen Jahren. Danke, dass ihr uns begleitet. Wir sehen uns durchgehend weiter. Ich hoffe, bald bei den 50.000. Wir geben weiterhin Gas. Wir sehen uns hoffentlich online bei der Detailing Convention, ansonsten im nächsten Video. Und hört auch mal bei unserem Podcast rein. Findet ihr, wie gesagt, in allen gängigen Plattformen unter dem Stichwort Autolackaffen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Hoffentlich.